Oh mein Gott, wie schnell ist diese Box gekommen? Das ist also Lock und Lock. Okay, erstmal Erde rein. Moos rein, noch mehr Moos, verschiedenes Moos und noch mehr Moos, denn Nacktschnecken brauchen wirklich immer Feuchtigkeit, sonst trocknen sie aus. Wasser, ein trauriges Salatblatt und dann holen wir unseren Chuck Norris. Der hat sich hier versteckt, aber ich habe ihn natürlich gleich gesehen. Oh, er ist ein bisschen beleidigt, weil ich ihn geweckt habe, aber er wird sich gleich freuen. Ich tue ihn direkt auf das Salatblatt und jetzt seine ganze Familie, seinen Cousin noch, Houdini. Seine ganze Familie wird jetzt umgezogen und natürlich die Oma. Alle nennen sie nur Naked Peach. Fragt nicht, warum. Auch eine Oma hat ihre Vergangenheit. Oh, Entschuldigung. Also, alle rüber mit euch. Und die Kleinen sehen aus wie kleine Popel. Deswegen war es sehr schwierig zu finden. Aber ich glaube, ich habe sie alle gefunden. Und das ist keine alte Schuhsohle, sondern das ist ein Blatt mit noch mehr Babys. Und hier kommen Steine. Ich weiß, ich sage eigentlich immer nie Steine. Aber die haben hier kein Haus, also kann auch kein Haus kaputt gehen. Sehr gut feucht machen die Nacktschnecken. Ihr wisst, seine Schnecke feucht zu halten ist das A und O. Und dann